Und da sind wir zurück bei einer weiteren Runde von Pokémon Omega Rubin. Hier im, ich glaube, die Strandhütte heißt das, auf der Route 109. Wir haben beim letzten Mal den, wie heißt der zweite Orden eigentlich? Kann ich das hier nachgucken, wie der Orden heißt? Den Knöchelorden haben wir bekommen beim letzten Mal. Wisst ihr Bescheid? So, und wir waren hier im Strandhaus stehen geblieben. Und wollten die Trainer hier, die hier noch so besiegen, damit wir hier eine nette Belohnung kriegen. Ich glaube, die hier war noch übrig, ne? Hi. Ich warte schon ewig auf mein Essen. Das verhagelt mir die Laune, aber mal richtig. Nur ein Zubiris. Was machen wir denn damit? Kann Magnalien hier eigentlich schon, Dingsens Knuddler per Zucht lernen? Geht das hier schon? Ansonsten könnte man sich das am Anfang ziemlich leicht machen und einfach mit dem Multinavi sich ein Pfiffchen suchen, das Knuddler kann. Da hat man dann relativ gute Karten mit. Wenn dann später die Magma-Typen da mit ihren Magnalien ankommen, dann kann man die mit Knuddler einfach kaputt machen. Es scannt die Gegend. Aber es findet nichts. Keine Diamanten für Zubiris. So. Ich will was essen. Jetzt. Dann geht's zu Mc's. Keine Ahnung. Haben wir jetzt noch einen vergessen oder sind wir durch? Ich bin der Besitzer des Strandhauses. Du kannst Mr. Mehr zu mir sagen. Ich liebe nichts mehr, als heißen Pokémon-Kämpfe zuzusehen. Zeig mir, wie heiß dein Herz lodert. Wenn du alle Trainer besiegen kannst, werde ich dich belohnen. Ich glaube, die haben wir noch besiegt, ne? Puh, ich bin durstig. Vielleicht soll ich einen Sprudel trinken. Wer fehlt dir noch? Du? Graphite City bedeutet für mich heiße Kämpfe und alles eisgekühlte Strudel. Mich haben wir? Haben wir dich vergessen? Aber wir haben doch alle... Das waren wirklich brandheiße Pokémon-Kämpfe. Ich bin mehr als zufrieden. Als Dankeschön möchte ich dir ein Geschenk machen. Hier hast du 6 Flaschen Sprudel. Yay. Sprudel ist nämlich mega toll. Und zwar... bin ich in der falschen Tasche. Füllt Sprudel 60 KP-Punkte auf. Der Sprudel ist besser als ein Trank. Da frage ich mich A, was tun sie in den Sprudel rein und B, was tun sie in den Trank nicht rein? So, ach, du kannst eigentlich noch ein bisschen weiterkämpfen. Hier gibt es auch genug Trainer. Weil die meisten, die haben, glaube ich, Machalus, ne? So, damit du dich mal entwickelst. Hi, du. Ich habe einen Durst. Ich hätte das auf einen Sprudel im Strandhaus. Ich hab 6 Stück. Möchtest du einen abhaben? Oh, ein Zickzack. Yeah, Flinkklaue. Den haben wir es vollgegeben. Nächste, bitte. Sandschirme sehen aus wie riesige Blumen, findest du nicht auch? Ein Büschen? Jetzt mit der Kameraperspektive sieht man das vielleicht nicht mehr so gut, aber in der Game Boy Advance Edition bzw. in der Ursprungsedition, da hatte sie vollkommen recht, da sahen die Dinger wirklich aus wie Blumen. So ein bisschen. Mit ein bisschen Fantasie. Ob eine Kopfnuss mehr. Naja, okay, hat sich ehrlich, die Kopfnuss macht keinen Schaden mehr, weil jetzt unser Angriff gesenkt wurde. Ablatit ist sowieso eine schlechte Idee. Also bleiben wir bei Megasauger. So. Mami!
Ich meine, Mami. Es waren ja mehrere A's und nur ein I. Hi. Das Wasser ist in diesen Breiten sauber, aber manchmal sammle ich zusammen mit meinem Zickzack-Sitt Müll am Ufer auf. Verschmutztes Wasser wird zu Regen und gelangt in die Flüsse, aus denen wir Trinkwasser gewinnen. Verschmutzen wir das Wasser, bekommen wir den Schmutz also wieder zurück. Hört auf diesen Mann. Meine Güte, waren Omega Rubin und Alpha Saphir Klima eingestellt. Beziehungsweise Rubin und Saphir, der Typ stand ja auch da schon. Hi. Das ist für dich. Danke. Wir nehmen allen Sand vom Strand und bauen dann eine ganz große Burg. Und dann sind wir Königin und König. Ich will nicht Dienerin sein. Eine tolle Sandburg zu bauen dauert ganz schön lange. Spoiler, sie werden nie fertig sein. Ich kenne die Häfen auf der ganzen Welt, aber Gravyport hat den schönsten von allen. Naja, wir haben ihn nicht gerade am Strand angelegt, wir haben ja mehr am... Nee. Wir sind jetzt nicht unbedingt da zu Land gegangen, wo man mit einem Schiff an Land gehen sollte. Aber hey, der Typ ist Seefahrer, der weiß schon, was er macht. Wenn er sagt, dass er da an Land gehen kann, dann kann er da an Land gehen. Und wie er das kann! Ja, yeah, Flinklaue! So. Du bist die Beste. Dankeschön. So, Kompliment höre ich doch gerne. Yay! Weil ich es kann. Meine Kinder sind flink und immer auf Achse. Man darf sie keine Sekunde aus den Augen lassen, das strengt an. Aber meine Kinder sind bei meinen Pokémon. Da sind sie gut aufgehoben. Obwohl... Ich sehe hier keine Pokémon. Gegen dich haben wir schon gekämpft, ne? Oh nein! Oder? Ich habe Déjà-vu! Hm. Oh, nein! Ich habe Sand im Auge. Gut, dass der Kampf vorbei ist. So, und die KP sind wieder voll. Und Level 20. Und Shadow reicht Level 19. Und Level 15 für Zickzacks. Ernsthaft, wir sind gerade mal auf der Route angekommen und der will schon wieder einer gegen uns kämpfen? Sunshine, wir sehen... Ich habe wirklich ein Déjà-vu. Das ist ja echt unglaublich. Die Kinder sind heiß auf den Kampf, Mann. Das sind echte Kämpfernaturen hier. Da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. So. Noch jemand? Gut. Der will noch kämpfen. Kämpfen? Gegen mich? Ja, du bist, glaube ich, der Letzte, den wir übrig gelassen haben. Natürlich ein Winkel. Da wäre Shadow die bessere Wahl gewesen. Wie süß! Nicht den Superschall. Au. Na, ich glaube, gegen Winkel können wir uns das gerade leisten. So viel Schaden macht es ja nicht. Wie niedlich. Ich glaube, wir fügen uns mehr Selbstschaden zu als er uns. Flinklaue, jetzt hauen wir uns gleich erstmal selbst ins Gesicht. Wie haut sich Knilz eigentlich selbst? Knilz hat nicht die Arme, um sich selbst zu hauen.
fällt es dann hin und haut sich auf die Fresse? Das kann ich mir sogar tatsächlich vorstellen. Es ist so verwirrt, dass es stolpert. Ach, das ist doch echt nicht wahr. Wir verletzen uns die ganze Zeit selbst. Jetzt reicht's ja aber mal. Geht doch. Oh, erstmal ein Ableitet ins Gesicht. Wir müssen uns ja die verloren gegangenen KP wieder heilen, ne? Es pumpt sich auf. So, und zu guter Letzt noch ein Megasauger. Ja. Bist du seekrank, Junge? Kann es sein, dass du seekrank bist. Du musst wissen, dass ich sonst viel stärker bin. Im Moment bin ich nur seekrank. Eigentlich bin ich der Matrose, aber... Verstehe. Das Licht dieses Leuchtturms sieht man selbst aus 10 Kilometern Entfernung. Das ist nicht viel. Auf hoher See ist das nichts. Vor allem, das Ding ist so winzig. Das Meer ist wirklich überwältigend. Ob es wohl durch die verbossenen Tränen der Pokémon entstanden ist? Das finde ich ziemlich traurig. Denkbar, aber traurig. Hi. Kennst du die TM-Attacke Geheimpower? In unserer Gruppe ist sie extrem beliebt. Eines unserer Mitglieder wird sie dir schenken, sobald du ihm irgendwo begegnest. Danach komm unbedingt nochmal her. Wir werden dich dann als Mitglied aufnehmen und dir insgeheim tolle Sachen verkaufen. Ein geheimer Schwarzmarkt. Hallöchen. Du kannst bald bei mir herzallerliebste Puppen kaufen. Was glitzert denn hier? Ein Simsalanit. Nehm ich. Vor allen Dingen, an dieser Stelle könnte man theoretisch schon einen Simsala haben. Das ist einfach mal so extrem krass, dass man den so früh findet. Ich meine, man kann zwar noch nichts damit anfangen, aber... Wie wäre es mit etwas wohlriechendem Rauch? Ach, hier kann man Rauch kaufen. Ist ziemlich teuer. Na nun, dein Knilz. Du musst dich noch mehr anstrengen. Dann gebe ich dir ein schönes Geschenk. Ich bin der Statuswerte-Guru. Meine Waren kummeln das Wachstum deiner Pokémon an. Ach, hier gibt's Vitamine. Wie schön. Immer wenn ich hierher komme, vergesse ich mich und kaufe viel zu viel ein. In Höhlen ist man zu Recht stolz auf die Fülle von natürlichen Schätzen, die das Meer bietet. Besonders das Seegras hier in dieser Gegend ist so unglaublich frisch. Ja, sieht fast schon lebendig aus. Man könnte meinen, dass es sich gleich aufrichtet und angreift. Ew. Willkommen bei meinem TM-Stand. TM, da bin ich dabei. Clownwetzer? Nee. Donnerwelle? Nee. Kebertrutz? Nee. Vertrauenssache? Nee. Nicht so denn mein Fall. Hier kann man während des Einkaufs die salzige Meeresbrise genießen. Ach, Graffiti-Port City ist doch ein toller Ort. Da hat sie recht. Das liegt hier. Keine Ahnung, was das da schon soll. Ach, das sind diese Puppen. Das ist ein Magazin zu den Puppen hier. Was haben wir hier? Ein Zickzacks und ein Eneko. Was meinst du? Mögen es alle Pokémon, wenn man Items auf sie anwendet? Mein Pokémon hat sich zumindest sehr gefreut, als ich ihm Protein gegeben habe. Fragt mal Pikachu aus der gelben Edition. Wenn das volle KP hatte und man dir einen Trank gegeben hat, ist das durch die Decke gegangen. Da konntest du die Glücklichkeit von dem Pikachu einfach mal hochschießen, obwohl es auf Level 5 war. Hi. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Damit bin ich natürlich auch die wichtigste Person hier. Keiner kann mir im Umgang mit Pokémon das Wasser reichen. Keiner! Und in jedem Wettbewerb bin natürlich ich der Sieger.
Aber wenn ich immer zu gewinne, schmälert das leider den Spaß der anderen. Deshalb gebe ich mich nun damit zufrieden, die Pokémon anderer Leute zu beurteilen. Es ist toll zu sehen, wie andere ihre Pokémon trainieren. Das zufriedene Gesicht eines Pokémon, wenn es gut behandelt wird. Die fürsorgliche und liebevolle Art des Trainers. Mein Herz geht über vor Freude, wenn ich daran denke. Oh je, entschuldige, ich schwatze hier die ganze Zeit vor mich hin. Bitte erlaube mir, einen Blick auf dein Pokémon zu werfen. Wie geht es mit dem Training voran? Aha, mhm, oho, oho. Das ist weder gut noch schlecht. Streng dich beim Training dieses Pokémon mehr an. Du bist schließlich sein Trainer. Ich schlage vor, du gibst ihm mehr Pokeregeln. Okay. Hi. Zutrauliche Pokémon sehe ich immer gerne. Pokémon haben ein Gespür für die Gefühle ihrer Trainer. Wenn du Pokémon Liebe und Achtung entgegenbringst, erwidern sie diese Gefühle. Zeig mir doch bitte ein Pokémon, das zutraulich geworden ist. Oh, dein Pokémon betet dich geradezu an. Für einen so liebevollen Trainer hat der Fanclub ein Geschenk. Eine Sanftglocke nämlich. Brauchen wir zwar nicht, aber naja, wir haben ja eine. Pokémon haben ein Gespür für die Gefühle ihrer Trainer. Wenn du Pokémon Liebe und Achtung entgegenbringst, erwidern sie deine Gefühle. Ich wollte gerade sagen, gibt es in der dritten Generation ein Pokémon, das sich durch Zuneigung entwickelt? Ich meine, jetzt mal abgesehen von dem Pokémon aus der zweiten und ersten Generation, die es hier nicht gab damals, als Rubin und Saphir rausgekommen sind. Zum Beispiel Psyana Nachthara gab es hier am Anfang noch gar nicht. Beziehungsweise es gab sie schon, aber man konnte den Rubin und Saphir nicht fangen. Oder ich glaube, Chanera gab es glaube ich auch nicht. Ich glaube, das einzige Pokémon, das sich hier mit Zuneigung weiterentwickelt, sind die Baby-Pokémon. Also Azurill, Pichu, Fluffeluff, Elekid und so, die entwickeln sich halt auf Level 30. Hi. Wow, du bist ja sehr, sehr eng mit deinem Knilz. Ist das also Shroom? Ich habe eine Idee. Ich mache nämlich gerade eine Umfrage zum Thema Pokémon fürs Fernsehen. Würdest du mir eine Frage beantworten? Oh, klar. Großartig, ich beginne gleich. Bitte fass dich bei deiner Antwort kurz, ja? Du kümmerst dich wirklich liebevoll um dein Knilz. Wenn du es mit etwas vergleichen würdest, was du magst, was wäre das? So, mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Aha, verstehe. Oh, ja, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Deine Antwort war auch sehr aufschlussreich. Vielleicht bist du ja bald im Videonavi zu sehen. Also nicht verpassen. Einschalten, ja? Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wenn ein Pokémon ständig im Kampf besiegt wird, wird es schnell mutig und fängt an, einen Trainer zu misstrauen. In anderen Worten, es wird weniger zutraulich. Würde ich auch werden. Kennst du das Pokémon Kaiwaf? Es ist in der Höhenregion nur selten anzutreffen. Falls du das haben solltest, kann ich es für dich frisieren. Einmal schneiden kostet 500 Poké-Yen. Na, interessiert? Ich hab keins. Na, wenn du den Sinn nach einem neuen Schnitt steht, dann weißt du, wo du mich findest. Du könntest meine Haare schneiden. Hallo, Meryl. Oh, Pokémon Center. Sollten wir vielleicht auch mal langsam aussuchen. So. Guten Tag. Ich habe einen Tipp für dich. Es ist echt wichtig, viele verschiedene Arten von Pokémon zu trainieren. Ein einzelnes starkes Pokémon reicht nicht. Du brauchst eine gute Mischung. Selbst das stärkste Pokémon kann durch einen Typennachteil sofort zu Fall gewagt werden. Sagt das Sampex. Das Solo die Region. Mit verbundenen Augen. Du tauschst doch auch bestimmt mit Pokémon. Wenn ich per Tausch ein Pokémon bekomme, das ein Item trägt, bin ich am Ende immer doppelt so glücklich. Ich auch. Hi. Ach, der gibt ihm sowieso nichts. Sollte aufhören, alle NPCs anzusprechen. Das kostet viel zu viel Zeit. Was ist denn hier los? Der Typ, der das Museum gebaut hat, ist gleichzeitig Leiter eines Tiefsee-Forschungsteams. Deshalb wird er von allen Captain Brick genannt. Ah. Hi. Wird ein vom Menschen erbautes Gebilde im Meer versenkt, um dort als Lebensraum für Pokémon zu dienen, wird es als künstliches Riff bezeichnet. Ein berühmtes Beispiel dafür ist die Seewoge Malbenfroh hier in Höhen. Guten Tag. Wenn das hierhin gehört, was ist das denn? Wo gehört das hier dann hin? Und was ist mit diesem Dingsbums? Ach, das soll man nicht verrückt werden. Hallo. Wer ist da? Ich. Hallo, ich bin Botma.
Captain Brick hat mich damit beauftragt, eine Fähre zu konstruieren. Oh, sind das etwa die Devon-Waren? Aber das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Captain Brick ist gerade nicht hier. Ich glaube, er ist zum Ozeanmuseum gegangen. Dürfte ich dich bitten, Captain Brick zu suchen, um ihn den Koffer mit den Devon-Waren zu bringen? Na, von mir aus. Oh, wobei, wenn da gerade Team Magma war, dann sollten wir vielleicht lieber Hüpfer nach vorne setzen. Oh, Six hat gerade ein Item gefunden. Oh, Gengift, dankeschön. Guten Tag. Komm bitte zum Empfang hier rüber. Willkommen im Ozeanmuseum. Der Eintritt kostet 50 Pokien. Hast du Interesse? Oh, klar. Viel Vergnügen. Hallo. Das bleibt jetzt bitte unter uns. Es hat ein Weilchen gedauert, am Anfang vorbeizukommen, damit die nötigen 50 Pokien fehlten. Hi. Schock, schwere Not. Wie komme ich zu dieser unerwarteten Ehre? Was? Hast du vergessen, wer ich bin? Ich bin das Mitglied von Team Magma, dem du zweimal überdeutlich seine Grenzen aufgezeigt hast. Hier ist es für dich. Du legst doch hoffentlich keinen Groll mehr gegen mich, oder? Yay, Team 46 Raub! Ach so, ein Mist. Eigentlich wollte ich mit dieser TM irgendwas aus diesem Museum hier mitgehen lassen. Sozusagen als Ausgleich dafür, dass ich meine letzte Mission in den Sand gesetzt habe. Aber daraus wird dann wohl nichts. Das wirst du mir irgendwann büßen. Tschüss. Ach, da geht's hoch. Oh, Modell der Höhenregion. Dies ist ein Diorama der Höhenregion. Wo liegt Wurzelheim? Da. Oh, das kommt mir auch bekannt vor. Die Fähre MS Tide. Ein maßstabgetreues Modell des Schiffes. Was haben wir hier? Ein Schaubild zum Thema Meeresströmung. An der Oberfläche sind Strömungen abhängig vom Einfluss des Windes. Was haben wir hier? Ein Schaubild zum Thema Meeresströmung. In der Nähe des Meeresbodens sind die Strömungen abhängig von Faktoren wie Temperatur und Salzgehalt. Was gibt es hier? Es läuft ein Film. Ein Mann mit einer seltsamen Frisur, der aussieht wie ein Wissenschaftler, arbeitet an einem Experiment mit irgendeiner Maschine. Und aus genau diesem Grundschluss folgere ich, dass Menschen, wenn sie in die Tiefen des Meeres hinabtauchen, von einem Pfeifton im Ohr geplagt werden. Die MSN. Ein Modell eines Luxusliners, der den ganzen Globus umschifft, zum Beispiel auch Encanto. Die MS-1 Al Royal. Ein Modell eines Luxusliners, der gerade in der Ein-Ei-Region gebaut wird. In wie vielen Jahren der Bau abgeschlossen sein wird, ist nicht mehr zu entziffern. Tauchboot. Ein Modell eines kompakten, unbemannten U-Boots zur Forschung des Meeresbodens. Tiefsee-Forschungsboot 0. Ein Modell zum Hochleistungs-U-Bootes zur Forschung des Meeresbodens. Eine Weiterentwicklung dieses Prototyps, das Tiefsee-Forschungsboot 1, ist derzeit in Betrieb. Ach, die geben den Schiffen aber auch kreative Namen. Kann ich dir helfen? Suchst du nach Brick? Tja, da musst du nicht weiter suchen. Das bin ich. Ah, das müssen die Bauteile sein, die ich bei Mr. Trump von der Devon Corporation bestellt habe. Großartig, vielen Dank. Jetzt kann unsere Expedition endlich losgehen. Hey, wir sind hier, um euch die Bauteile abzunehmen. Wer seid ihr? Wir sind Team Magma und unser Anführer will diese Bauteile um jeden Preis haben. Also leistet keinen Widerstand und gebt sie uns. No, er hat ein Kamaup. Wie unvorhergesehen. Jo, machen wir das Teil mal nass, würde ich sagen. Tja, Wasserboden, doppelt schwach. Wasserboden, Feuerboden, doppelt schwach gegen Wasserattacken. Wie bitte? Du hast richtig gehört. Unfassbar, eine Niederlage gegen ein Kind? Verflixt. Jetzt zieht mir unser Anführer bestimmt die Ohren lang. Ach, um alles muss man sich selbst kümmern. Sieht ganz danach aus, als sei mein Können als zukünftiges Elitemitglied von Team Magma gefragt. Das ist kein Feuer-Pokémon. Tja, dann schmeißen wir da einfach ein paar Steine drauf.
So. Das kann doch nicht wahr sein. Ist es, Junge. Ist es. Keine Sorge. Wie bitte? Nicht mal ich als zukünftiges Elite-Mitglied von Team Magma konnte dich besiegen. Oh, und jetzt? Mit leeren Händen zurückkommen wird's unangenehm. Ach, wer hätte gedacht, dass uns ausgerechnet ein Kind einen Strich durch die Rechnung machen würde? Ich bin gekommen, um zu sehen, warum ihr so lange für einen einzigen Koffer braucht. Und jetzt muss ich sehen, dass ihr euch von einem Kind aufhalten lasst? Du wirkst recht aufgeweckt für dein Alter. Dir ist es gelungen, mein sonst so ruhiges Gebiet in Aufruhr zu versetzen. Dann hast du sicher auch nicht mehr als eine Minute benötigt, um Gegner wie diese zur Kapitulation zu bringen. Das kommt ungefähr hin. Mein Name ist Mark. Ich bin Anführer von Team Magma, einer Organisation, die nach einer besseren Zukunft für uns Menschen strebt. Wir kämpfen für die Weiterentwicklung der Menschheit. Wo ich gerade von der Zukunft spreche. Du bist noch jung und scheinst selbst eine strahlende Zukunft vor dir zu haben. Erlaube mir, dir etwas zu erzählen, das dir auf deinem weiteren Lebensweg helfen wird. Die Landmassen. Sie stellen die Bühne für den nächsten Schritt in der Entwicklung der Menschheit dar. Doch um einen wahrnehmbaren Schritt nach vorne zu machen, benötigen wir mehr Platz. Mehr Raum. Die Bühne ist zu klein für das Potenzial, das in uns Menschen steckt. Darum müssen wir ihr Fundament vergrößern. Die lockere Erde des neuen Landes festtreten, sie urbar machen und bestellen. Folglich ist das Team Magmas Ziel, die Landmassen der Welt zu vergrößern. Das würde die Menschheit sowie allen anderen Lebewesen in eine strahlende Zukunft ewigen Glücks führen. Davon bin ich fest überzeugt. Für ein Kind ist das wahrscheinlich ein bisschen schwer zu verstehen. Aber wie dem auch sei, heute kommst du nochmal mit einer Verwarnung davon. Wenn du dich uns in Zukunft ein weiteres Mal in den Weg stellst, werde ich keinen Erbarm zeigen. Vergiss das nicht. Kommt, wir gehen. Darf ich dich noch deinen Namen fragen? Aha, Sefi heißt du also. Wow, das war eben echt brenzlig. Danke, dass du mich gerettet hast. Oh, fast hätte ich's vergessen. Wolltest du mir nicht die Bausteine der Devon Corporation geben? Ne, bitteschön. Nicht verlieren. Hoppla, bitte von keiner Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition zum Meeresgrund aufbrechen. Danke und entschuldige mich nun. Warum überfallen sie den Typen jetzt einfach nichts, wenn er so unbehelligt nach draußen geht? Die müssen nur warten, bis er rausgeht und dann mit dem Baseballschläger ins Überbraten und die Teile nehmen. Ich werde es nicht verstehen. Wir machen jetzt jedenfalls eine kleine Pause. Ich habe einen Niedersitzen. Das ist ungünstig. Aber wir machen jetzt trotzdem Pause. Ist mir kackegal. Der Nisa muss warten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und ich verabschiede mich wie immer mit einem Ciao.